Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier wieder einen kleinen Paketstapel, den ich mit euch auspacken möchte. Und zwar habe ich zwei verschiedene Bestellungen getätigt, habe jetzt gewartet, bis beides angekommen ist, damit ich euch das natürlich zeigen kann. Für uns geht es in ein paar Tagen in Urlaub, je nachdem, wann ihr das Video guckt, sind wir das vielleicht auch gerade schon. Und da brauchte ich noch ein paar Kauartikel, die sind mir nämlich ausgegangen. Ich hätte es noch gerade so geschafft, aber danach dann halt nicht mehr, beziehungsweise es sind nicht die Sachen da gewesen, die ich gerne mitgenommen hätte. Dementsprechend habe ich wieder ein paar Großbestellungen gemacht. Zwei verschiedene Online-Shops. Hier habe ich einmal die ganzen vegetarischen Sachen drinne, die ich bestellt habe. Und hier unten Sachen mit Pferd. Das ist ein veganer Hundeshop, also vegetarisch, vegan. Gibt es aber auch Bio, aber da kriege ich nicht so schöne Pferdesachen. Hier unten das genaue Gegenteil, da kriege ich nicht so schöne vegetarische Sachen. Dementsprechend sind es leider zwei Bestellungen geworden. In meinem Laden hier vor Ort habe ich leider die Sachen nicht bekommen. Dementsprechend musste ich leider bestellen. Wir fangen mit dem Paket an, habe ich euch jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich bestelle bei veganapf.de. Das ist so eine, so ein Online-Shop. Da könnt ihr auch noch in zwei anderen Shops rübergehen quasi online und dort mitbestellen. Es kommt alles in einem Paket. Das ist einmal noch ein Bio, ich weiß nicht, wie der heißt, Bio-Napf und dann noch Insektnapf, also wo man so Insektenprotein-Sachen bestellen kann. Und ist natürlich noch nicht auf, damit wir zusammen reingucken können, weil ich habe natürlich schon wieder vergessen, was ich bestellt habe. Die letzten zwei Male ist mir bei Veganapf ja der Finger ausgerutscht und ich habe statt einem Paket sieben Pakete bestellt von einer Sache. Mal gucken, was ich diesmal wieder falsch gemacht habe. Ich habe auch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich mehr darauf achte, aber das habe ich nicht. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier gleich die Hunde ein bisschen ruhig kriege, weil die dürfen hier gleich was von mampfen. Genau, Loki versteht nämlich gerade nicht. Mein Mann ist nämlich gerade im Homeoffice. Dementsprechend muss ich die Wohnzimmertür zumachen, damit wir uns jetzt nicht gegenseitig stören. Er mich beim Video drehen und ich ihm natürlich im Homeschooling. Dementsprechend ist die Tür zu und das versteht Loki nicht. Das müssten wir mal öfters wieder machen. Aber ich denke, der wird gleich besänftigt sein. Genau, wir starten einmal mit dem Paket und dann nehme ich hier auch gleich zwei Sachen einmal schnell raus. Lass es. Und zwar habe ich hier einmal so ein vegetarisches Ohr und einmal so eine Stange. Das Ohr ist für Loki und die Stange für Fanny. Und jetzt habe ich erstmal Ruhe, um mit euch in Ruhe hoffentlich das weiterzudrehen. Es sieht aber schon mal ganz gut aus. Also ich habe zum allererst einmal diese Potato-Dinger wieder bestellt. Die finde ich eigentlich ganz cool. Werde ich euch auch im nächsten Aufgebraucht-Video zeigen. Einmal in der Sorte Spinat und Kohl. Dann Seaweed, Seegras, denke ich. Und also mit Sweet Potato und Reis, also mit Süßkartoffel und Reis. Das andere ist mit Süßkartoffel. Und das ist Blaubeere mit Süßkartoffel. Die sind ganz cool. Das ist halt nichts Langes zum Kauen. Aber so für zwischendurch sind die ganz gut. Die Hunde mögen es sehr gerne. Dann darf man sich da ab einem gewissen Bestellwert immer ein Goodie aussuchen. Ich habe mir diesmal Kackerbeutel ausgesucht. Und zwar die biologischen, die wir sowieso immer haben. Also diese biologisch abbaubaren biologischen. Dann sind das jetzt hier einmal die vegetarischen Schweineohren von Wimzis. Also ich habe hier fast alles oder ich glaube ausschließlich nur Wimzis bestellt. Die findet Loki sehr gut. Die sind von der Größe halt vollkommen in Ordnung. Also er hat es jetzt gerade gekriegt und reicht jetzt quasi gerade hier oben die Ecke ab. Davon habe ich einige bestellt. Das sind jetzt sechs Stück gewesen. Loki hat natürlich jetzt schon eins bekommen. Die packe ich mal beiseite. Das, was Fanny bekommen hat, sind diese hier. Auch Wimzis, einfach so Kaustangen in zwei verschiedenen Größen. Eigentlich ist das jetzt Fannys Größe. Fanny hat jetzt aber gerade die große gekriegt. Das ist Loki seine eigentlich. Aber Fanny mag die sehr gerne. Diese Ohren sind nichts für sie. Die sind von der Form her, mag sie die einfach nicht. Also davon habe ich einiges bestellt. Mal gucken. Das ist aber alles mit Absicht bestellt diesmal. Also es ist nichts extra gekommen. So. Also das sind diese Kaustangen, weil die halt einfach so zwischendurch sind. Also die Hunde kriegen einmal am Tag so eine Stange. Nicht so eine Stange, sondern so ein Kauartikelteil. Die halte ich mal ganz kurz. Das sind auch solche Dinger. Also kennt ihr bestimmt, das sind, kennt ihr so, gibt es ja auch ganz viele verschiedene Zahnpflegesticks. Das ist jetzt Loki-Größe, das ist XL. Lege ich mal hier hin. Also warte. Also so. Und ich glaube, Fanny habe ich die nicht bestellt. Also, ihr seht, davon habe ich einige doch, habe ich bestellt. Und zwar hier. Da sind die drin.
Das ist die Größe M, die Fanny immer kriegt. Theoretisch würde es wahrscheinlich reichen, aber sie kaut ja so schnell. Und das ist Größe XL. Die habe ich bestellt. Und dann hatte ich ja letztes Mal so viele Zahnbürsten in M bestellt. Ich wollte ein Paket bestellen mit 7 Dingern drin. Habe die Pakete aber 7-mal bestellt. Das heißt, ich habe 7-mal 7 von diesen Zahnbürsten gehabt. In der Größe M. Das ist jetzt die Größe XL für Loki. Im Laden habe ich XL tatsächlich noch nirgendwo gefunden. Meistens geht es nur bis L und dann nicht mehr. Aber L könnte theoretisch Fanny kriegen. Davon habe ich auch einige bestellt. Ich glaube 7 Stück. Und die werde ich hauptsächlich dann auch mit in Urlaub nehmen. So, so sieht das Ganze aus. Ihr denkt dran, die Ohren sind auch noch da. Und Fanny findet diese Knochen ganz cool. Das sind so Reisknochen. Die sind von der Größe her gut. Die haben auf der anderen Seite so Löcher. Und weil sie die so gerne mag, habe ich ihr da auch noch ein paar bestellt. Das wäre doch eigentlich mal ein Thumbnail. So, das ist die Bestellung von Veganapf. Plus die anderen Sachen, die ich habe und das, was die Hunde fressen. Ich glaube, ich mache hier wirklich mal ein Thumbnail von. So, einmal ganz kurz Ordnung reinkriegen. Ja, das ist halt andere Situation. Dann sind hier immer so Tierfiguren drin. Das ist dieses Goodie mit Getreide und so weiter. Das nehme ich gleich mit zum Hundeplatz. Vielleicht mag das jemand. Dann habe ich für Fanny Lachsöl bestellt. Das ist jetzt von Nutrizeutikum. Lachsöl Norwegen nennt sich das. Das habe ich mal. Also da nehme ich immer unterschiedliche Lachsöle. Dann habe ich hier einmal Knabbersticks pur vom Pferd. Das ist 100% Pferd. Mehr ist das nicht. Die wollte ich mal ausprobieren. So als Goodie. Also auch von der Checker Eigenmarke. Dann habe ich noch Pferd und Kartoffel. Da sind Pferd und Kartoffel drin. Das sind Dog Boilies. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Sorte, als Loki noch keine Unverträglichkeit hatte. Dann habe ich hier Pferdehaut ohne Fell. Also einmal mit Fell ohne und einmal ohne Fell. Das sind 250 Gramm. Und dann habe ich Pferdetrüffel von Checker mit Cranberries und Kokosraspeln. Und da ist auch nur Fleisch vom Pferd drin, Früchte, Kokosflocken und sonst nichts. Dann habe ich hier eine große Packung Kartoffelflocken, also 1 Kilo, auch von Checker direkt. Auch damit möchte ich gerne backen. Jetzt wird es hier ein bisschen eng. Auch zum Backen habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Habe ich mir Pferdemehl bestellt. Das ist halt aus 100% Pferd. Ne, zur Aufwertung beim Selbstkochen, zur Herstellung von Brühe, damit der Hund mehr trinkt, zum Verfeinern und Leckermachen von verschmähtem Futter für viele weitere Anwendungen. Und ich dachte mir, ich würde damit mal backen. Mal schauen, ob es funktioniert. Und dann habe ich noch Fleischstreifen mit frischer Karotte vom Pferd. Da ist auch hoffentlich nichts drin, hatte ich eigentlich geguckt. Karotte. Also Pferd. Pferd und Karotte ist da drin. Genau, das sind, achso, ich muss euch das vielleicht auch zeigen. Solche Dinger sind das. Da gibt es auch noch Fleischstreifen pur, da ist aber noch was anderes drin. Dann habe ich noch Kräuterknuspis. Das ist mit Kartoffel, Süßkartoffel, Kräutermischung aus bla 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 bla. Genau, also auch so vegetarische Kekse. Für uns ist der Vorteil, dass es halt immer mehr wird, dadurch, dass wir halt nur Pferd füttern können und die Sachen beim Pferd halt wirklich nicht so. Ja, man hat nicht so eine große Auswahl wie bei Rind beispielsweise und dementsprechend finde ich diese veganen, vegetarischen Alternativen als Leckerchen ganz gut. Dann muss ich nicht immer nur auf Pferd zurückgreifen. Dann habe ich hier noch Pferdebauchsehnen. Die haben eigentlich eine ganz schöne Größe. Also da bin ich mal gespannt. Dann habe ich noch mal Veggie-Knuspis. Die sind mit Süßkartoffel, Johannisbrot, Zucchini, Kürbis, Pastinake, Apfelage, Buttenschale, Kokosnuss und Banane. Auf die bin ich wirklich mal gespannt. Und dann habe ich noch Pferdenackensehnen. Die sind ein bisschen kleiner. Auch von Checker. Und dann habe ich. Ah ja, das ist Fanny, das zeige ich euch gleich. Und dann habe ich noch einmal vegane Hundekekse mit Karotte. Da ist Mais, Möhre, Rapsöl, Rübenfaser, Calciumcarbonat drin, sonst nichts. Also ihr seht sehr viele schöne vegetarische Sachen. Und das hier ist für Fanny. Das ist nämlich der Checker Hundekäse. Und sie liebt diesen Käse. Der war früher mal in so einem Netz drin, so sieht der aus. Und das Schöne ist, also ist natürlich Verpackungsmüll schlechthin. Der Käse ist halt einzeln eingepackt. Der ist halt Salz
frei oder arm zumindest. Also es ist auf jeden Fall nicht so stark gewürzt. Das Coole finde ich aber, dass die einzeln verpackt sind, weil wenn ich so ein Stück Käse für Fanny kaufe, wenn wir zum Beispiel Turnier oder irgendwas hatten, dann habe ich den ihr nicht komplett gefüttert, weil das wäre zu viel und ich selber esse keinen Käse und dann lag der immer noch rum und mein Mann musste irgendwie gucken, dass er den leer kriegt. Dementsprechend ist das so ein Highlight-Goodie. Also das ist wirklich, Käse ist bei Fanny das Größte. Dementsprechend habe ich den jetzt mal wieder mitbestellt. Das ist weicher, milder Gouda-Käse aus Holland. Ja. Und das ist meine Bestellung gewesen. Also ihr seht, das ist ganz schön viel. Bei zwei Hunden ist das aber rucki-zucki weg, beziehungsweise es soll ja auch ein bisschen halten. Also es soll ja nicht gleich weg sein. Wenn ihr Ideen habt, was ich mit dem Pferdemehl backen kann, wenn ihr da Rezepte habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten überlege ich mir mal was und werde mal versuchen, das ein oder andere Rezept selbst zu kreieren. Ich hoffe, das funktioniert. Und ja, dann schreibt wie immer unten in die Kommentare, ob ihr alles schon kanntet, ob euch irgendwas Besonderes interessiert. Ansonsten seht ihr das natürlich im Ausgebraucht-Video. Und dann hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Macht's gut. Tschüss.